Die Gießerei einer süddeutschen Maschinenfabrik. Stahlkocher verrichten bei glühender Hitze ihre anstrengende Arbeit. Immer wieder werden Proben entnommen, denn beim Guss des schwersten und teuersten Hardtops Europas muss die Legierung stimmen. Der Ofen wird angestochen. 9 Tonnen Stahl wandern zur Gussform. 72 Stunden später ist der flüssige Stahl von etwa 1800 Grad zu einer festen Masse erstarrt und wird aus der Form befreit. Jetzt ist klar zu erkennen. Es kann sich nur um irgendein Dach handeln. Die vermeintlichen Schornsteine sind die Gusskanäle und werden in den folgenden Arbeitsgängen gleich entfernt. Denn bis unser Hardtop seine endgültige Form hat, fliegen noch viele Späne. Zuletzt kommt die Farbe. NATO Oliv. Da steht es, das nackte Turmgehäuse des Leopard. Eines der rund 12.000 Einzelteile, die hier angeliefert, gelagert und dann zusammengebaut werden. Mehr als 2600 Firmen Europas sind an der Herstellung dieser Teile beteiligt. Sie liefern komplette Baugruppen oder auch Einzelteile, die hier noch montiert werden müssen. Die fertigen Teile gehen nun auf große Fahrt zur Montagetaktstraße, wo von der Wanne bis zum fertigen Turm in 17 Arbeitstakten Teil um Teil zusammengefügt wird. Bis zuletzt der modernste Kampfpanzer Europas zum ersten Mal brummt. Am Anfang der Montage wird die Wanne auf das Band gesetzt. Sie ist aus Panzerplatten zusammengeschweißt, deren Schrägstellung schussabweisend wirkt und die Schutzwirkung somit wesentlich erhöht. Dass die Wanne einem Schiff ähnelt, liegt nicht daran, dass sie in einer norddeutschen Werft gebaut wird. Der erste Takt kann nun beginnen. Die Schwingarme für die Laufrollen. Drehstabfedern. Das gleiche Prinzip wie beim Volkswagen. Die hydraulischen Stoßdämpfer dämpfen die Federung des Laufwerks und schlucken dadurch zusätzlich Bodenunebenheiten. Das Laufwerk. Es ist auf jeder Seite mit 7 Leichtmetall-Doppelrollen ausgerüstet. Vorgelege mit innen belüfteten Scheibenbremsen. Sie können 40 Tonnen Gefechtsgewicht aus 65 Kilometer Höchstgeschwindigkeit zum Stand bringen. Der Kettentrieb. Er überträgt 830 PS. Takt für Takt, Stück für Stück werden mehr als 12.000 Einzelteile angeschraubt, aufgesteckt, montiert. Alles leicht austauschbar. Von außen sieht man hier nicht viel. Aber innen ist emsiger Betrieb, wie hier an der elektrischen Anlage. Der Munitionsvorrat beträgt 60 Schuss 105 mm Patronen. Mit dem Inhalt dieser Tanks könnte ein VW rund 10.000 Kilometer fahren. Für die 40 Tonnen Leopard reicht es nur für 600 Kilometer. Aber dafür hat der Panzer auch die Kraft von 25 Volkswagen. Tag für Tag verlässt ein Leopard die Taktstraße. Der Bahn geht es dann in verschiedene NATO-Länder, von Hammerfest bis Sizilien. Täglich einer. Es könnten bei voller Ausnutzung der Kapazität 15 sein. Seit 1965, dem Beginn der Serienfertigung,
wurden mehr als 2000 dieser Panzer ausgeliefert. Aus meterlangen einzelnen Stücken wurden die etwa 13 Meter langen Ketten zusammengehäkelt. Diese serienmäßige straßenschonende Gummikette kann gegen eine robustere Kampfkette aus Stahl ausgetauscht werden. 13.40 Uhr, Taktwechsel. Zum letzten Mal bewegt sich das Panzerfahrgestell mit fremder Kraft. Mit Hilfe sinnvoller Vorrichtungen wird die Kette in wenigen Minuten über Triebrad und Stützrollen gezogen und gespannt, wozu Panzerbesatzungen im Gelände meist viel länger brauchen und viel mehr schwitzen. Das Herz des Leoparden. Das kompakte, robuste Triebwerk, das in einem einzigen Block Motor und Getriebe mit Kühlaggregat vereinigt. Da alle Steuerleitungen und Anschlüsse einfache Steckkupplungen sind, kann das gesamte Triebwerk in weniger als 30 Minuten ausgetauscht werden. Einige Einzelheiten. Mehrstoffmotor, 10 Zylinder, 4-Takt V-Motor, 2200 Umdrehungen, 830 PS. Finale. Das letzte Hauptteil wird aufgesetzt. Der Turm. Inzwischen vervollständigt durch die 105 mm Hochleistungskanone und das Feuerleitsystem. Allein dieser Turm. Eine halbe Million. So gesehen wirken sie einfach, die 17 Takte der Panzermontage. Was wir nicht sahen, viele Jahre Entwicklung, Dauerversuche von der Arktis bis in tropische Verhältnisse. Ergebnis? Ein Panzer, den auch andere hoch einschätzen.